das ist jetzt hier der Abschluss, der Abspann. Ich wollte noch sagen, was in meinem Kanal allgemein zu sehen gibt. Und zwar, ich habe verschiedene Videos. Zum einen welche, wo ich im Auto sitze, im Truck sitze und fahre und entweder nur fahre, dann hat man entweder die Kamera jetzt, die ich hier am Kopf trage, oder eine von den, oder die Dashcam oder die andere Kamera vorne raus. Und dann sieht man nur das Fahren, ohne dass ich irgendwas dazu spreche. Und diese Videos findet man in den Playlisten Roadview und Roadview 2. Weil dann gibt es noch die Drive and Talk. Da sitze ich also auch im Auto ein paar. Und für ein Alleingespräch über verschiedene Themen, was mir halt gerade so einfällt. Das wäre dann Drive and Talk. Dann gibt's die Sightseeing-Videos. Da haben wir Burgbesichtigungen, Museumsbesichtigungen, Stadtbesichtigungen, also Sachen halt, ne? Dann, wer sich für Oldtimer interessiert, na, da habe ich noch die Playlist Oldtimer. Da filme ich dann auf so verschiedenen Oldtimer-Treffen, Bulldogs, LKWs, Autos. Ja, dann habe ich noch von meinen Marokko-Reisen eine Playlist. Dann eine Barbecue unterwegs, nenne ich die. Das sind Videos von der Anfangszeit, wo ich auf Reisen war. Die sind noch ein bisschen durcheinander auch. Dann habe ich hin und wieder, tue ich auch Videos machen mit Dashcam, die nenne ich dann immer sowas wie Roadhog oder so. Ne? Da gibt es allerdings nicht allzu viele, weil ich bin kein Dashcam-Kanal. Ich sammle nicht von anderen Leuten noch die ganzen Dashcam-Videos, weil da gibt es schon so viele Kanäle. Und ich tue also nur meine eigenen Dashcam-Clips da herzeigen, aber bis man da 8 Minuten voll hat, dauert halt eine Weile, ne? Und weil ich bin da auch nicht so kleinlich, ich tue nicht jede Verfehlung, die ich so unterwegs im Straßenverkehr sehe, gleich dokumentieren und da ist mir jetzt einer 20 Meter vor mir rausgefahren und so, ne? Und das ist also so nicht mein Ding, ne? Da muss es dann schon ein bisschen auffälliger sein, damit das für mich sich lohnt. Und hin und wieder äußere ich mich auch politisch, aber nur sehr selten. Zumindest bei der letzten Wahl habe ich mal, hin und wieder gibt es halt dann doch Themen, wo ich meine Meinung nicht für mich behalten kann und wo ich es dann also dann verbreiten muss. Aber meistens halte ich mich mit politischen Themen zurück, weil da gibt es zu viele Leute, die das immer gleich in der falschen Hals kriegen, wenn man was sagt, was nicht in deren Wahrnehmungsblase reinpasst. Ne? Und da wird man dann gleich beleidigt und beschimpft, das brauche ich nicht und auf meinem eigenen Kanal erst recht nicht. Ne? Ja, und wer sich also so für die verschiedenen Playlists interessiert, also hier in der Beschreibung, bei jedem Video unten in der Beschreibung tue ich immer die verschiedenen Links zu den Playlists einschreiben. Und wenn es Videos sind, die sich ums Auto fahren oder so drehen, dann ist auch immer eine kleine Beschreibung in der Dings mit dabei, um welches Fahrzeug sich dabei handelt, mit dem ich da unterwegs war. Und am Ende des Videos kommt natürlich auch immer ein Link zu einer passenden Playlist und dann noch ein Video, das YouTube vorschlägt. Und natürlich, ganz wichtig, dieser Abo-Button, ne, den dürft ihr nicht vergessen anzuklicken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und lasst den Daumen oben da, es ist klar auch. Und bis dann.
bis zum nächsten Video wünsche ich euch mal viel Spaß. Also der kann jetzt hier nichts gesehen haben, ich sehe ja auch nichts. Ne? Das wäre jetzt wieder ein Kandidat für die Dashcam. Also dann macht's mal gut und tschüss.